Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Ja, ist unbeschreiblich. Also, die Leistung war heute von uns sensationell. Wir haben alle füreinander gekämpft. Auch wieder das Publikum hat uns 90 plus 2 angepeitscht. Und wir mussten einfach wieder was gut machen gegen KSC. Und das haben wir heute gemacht mit dem Spiel. Und ja, war ein geiles Spiel. Ist einfach jetzt wenig Worte dazu zu finden. Einfach zu so einem Spiel jetzt direkt danach. War einfach geil. Ja, ich lerne Deutsch mehr, aber... Ja, wenn wir verlieren zu auswärts, müssen wir danach 3 Punkte zu Hause holen. Und wenn es gegen Kaiserslautern ist, vielleicht ein bisschen schwieriger. Das ist eine super Mannschaft, das haben wir auch heute gesehen. Aber wir waren sehr, sehr gut vorbereitet, mit viel Freude, viel Mut nach vorne zu spielen und sehr kampfbereit und laufbereit, haben wir sehr, sehr gut gemacht. Ich denke, das ist ein gutes Spiel und auch mit dem Szenario war ein bisschen besonderes, weil wir führen, danach nehmen wir 2 Tore und machen wir nochmal den Unterschied. Das war ein besonderes Spiel heute. Ja, es hat Spaß gemacht und ja, hab zwar ein paar Blessuren von Etrisou, aber es passt schon. Ich denke, er hat das auch schon gesagt. Ich denke, das war vielleicht sein bestes Spiel für Dynamo. Er hat das überragend gemacht. Er tut uns sehr gut, wenn er so spielt. Er ist vielleicht unsere beste Waffe. Und wenn er so arbeitet für die Mannschaft, er ist sehr, sehr gefährlich für die Gegner. Wie sieht er selber heute seine Leistung? Comment tu vois ta performance? Non, je vois la performance d'abord de l'équipe. Après, bien sûr, je me suis bien sorti dans le match. Ça reste un des meilleurs matchs ici à domicile. Et puis voilà, l'équipe m'a aidé. J'ai reçu des bons ballons. Et après, quand je me sens bien physiquement, ben, ça va tout seul. Tout. Ja, ich will erstmal die Mannschaft bedanken, weil er hat viele gute Bälle auch gehabt, aber die ganze Mannschaft hat gut gearbeitet und er ist sehr zufrieden, weil er hat viele Bälle gehabt, viele Räume. Er mag das, er mag die Räume und er hat das gut genutzt und er ist sehr zufrieden. Er ist vielleicht seine beste Spiel zu Hause. Das hat er sehr gut gemacht. Also ist er schön durchgegangen außen und hat den Kopf mal hochgenommen. Hat mich gesehen. Hast du ihn geliebt? Ja, ich habe geschrien, aber ich glaube, gehört hat er mich nicht. Aber naja, war super. Also hat sich dann auch mit seinem Torwart noch sehr belohnt. Hat ein super Spiel gemacht. Naja, ich sollte so vor der Abwehr spielen, um dort die Kopfballduelle schon vorher zu gewinnen. Ja, ich denke mal, es ist relativ gut gelungen. Ja. Ja, sehr, sehr gut, sehr positiv. Was ist sehr wichtig ist, das haben wir heute gewonnen und das haben wir 3 Punkte mitgenommen, weil wir haben auch vor diesem Spiel nicht so gut in der Tabelle gestanden und jetzt können wir wieder ein bisschen atmen, aber trotzdem, diese Liga ist sehr, sehr gefährlich und wir müssen jedes Spiel 100% konzentriert sein und jedes Spiel probieren zu punkten. Ja, déjà, c'est bien, je ne comprends pas la langue. De se mettre à l'écart des critiques pour continuer à travailler. On sait qu'on a des qualités, parfois la tête elle est ailleurs et ça arrive de rater des matchs. Donc voilà, aujourd'hui on est avec le nouvel entraîneur, on est sur une bonne série, on a confiance en nous, mais ça arrive de rater un match en tant qu'équipe. Die Kritiken gehören dazu, das ist normal, aber wir müssen weiter arbeiten. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit dem Coach. Er sehr viel, weil taktische Bereich, er musste viel mehr machen mit Ball, nicht immer alleine zu gehen. Der Coach sagt immer, er ist immer in seinem Rücken, das zu sagen. Er muss das besser machen und das wird besser und besser. Er weiß das, aber
mit Video, arbeite auch alleine zu Hause mit unserem Stick, mit unserem Video, Videomann, das machen wir viel. Das ist, ich denke, sehr taktisch wichtig und er macht das. Also Kritik sind da, das ist okay, aber das kann passieren, dass wir ein Spiel ein bisschen schlimmer machen. Ja, ich hatte nicht Probleme mit Tore zu schießen. Einfach habe ich nicht so viele Chancen bekommen und natürlich das ist dann nicht so einfach für keiner Tore zu schießen. Aber ich habe immer gekämpft für die Mannschaft und ich bin immer da für die Mannschaft und ja, und ich weiß, dass wenn ich Chance habe und ich versuche dann auch die Bälle einfach reinzuschießen. Natürlich ist Gänsehaut. Also ich hatte nach dem Spiel Gänsehaut. Ich glaube, das ging jeden Spieler so, der auf dem Platz stand und der auf dem Platz war. Und ja, das musst du einfach nur genießen, musst du dann in dich gehen und das einfach nur genießen. Und was wir heute hier gemacht haben, ist super.